habe ein bisschen Zeug hergestellt, ein bisschen viel. Aber auch, glaube ich, ist gut. Legionärsanzug, okay. Den schaue ich mir auch an. Verdammt, ich drück grad die ganze Zeit so oft F. Ja, warte. So, ich hab dir auch den neuen Anzug an. Sieht ein bisschen aus wie von Mass Effect. Von den ganz normalen Leuten, von ganz normalen Soldaten. Was so? Also hier von den Soldaten von. Wie hießen die nochmal? Ja. Wie hießen die nochmal vom Unbekannten, seine Gruppe? Keine Ahnung gerade. So, da ist die Anstoßstation. So ein. Wie hieß die doch? Ey, das ist so schrecklich, wenn man Dinge vergisst oder so. Jetzt sieht fast jeder Anzug gleich aus. Jetzt hast du aber die lustigen Leuchtaugen. So die Mehrfachleuchtaugen. Upgrade, upgrade. Fertig. Man wartet ja nur auf dich. Ja, ich warte jetzt auch immer auf dich, also. Schwer dich. Bist du? Hinter dir gewesen. So, dann lass mal hier weitergehen. Wir müssen hier den Fahrstuhl benutzen. Ja, ja. Oh nein, ich muss wieder warten, 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 warten. Nur weil ich die ganzen Suchrobots doch eben platziere. Ach ja, stimmt, man kann nur zwei platzieren. Wer kam auf die Idee, hier unten Kreuzer anzumachen?
angeleitet. Bitte stillhalten. Das ist also Rosettas Labor. Endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheiß. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Also wenn man jemanden zerschneidet, glaub, sollte ja schon ein Grund sein. Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, ich dachte, wir müssen es jetzt hier einsetzen. Ich hab so ein Ding vom Gesicht. Ich muss hier hinten rein. Hä? Was? Wo? Da, nimm mir. Da in den Ofen. Oh, wo ist das hier? Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Achso. Besser gleich auch. Ich hätte es doch gleich da oben hinsetzen können. So, laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wenn es noch weitere Stücke gibt. Die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Backtracking. Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Codex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta. Ich würde mal sagen, Backtracking. Die Kommunikation wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Ach, das ist so langweilig. Offensichtlich hat diese Einrichtung 3 Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch ein Richtig, das hat sie doch gerade gesagt. Und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Kannst du auch an der Decke setzen. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Lol. Was war das? Das teile ich ja links an der Seite. Muss die auch zerstören, die Nasen. Da ist jetzt mal so ein Sprengsatz drin. Und wir dürfen wieder hacken. Gaspumpe offline. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Das ist auch gut. Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Das
Schwarz, ich sehe die gar nicht. Die sind eine Wand. Oh nein, ich darf wieder Mathematik oder so. Oh, wenn das darf ich dich mal wieder beschützen. Das ging aber schnell. Ja. Ich hatte jetzt erwartet, das endet so wie beim Tetris-Spiel. Nö, ich bin ja nicht unfähig. Ich muss nur zweimal Klicken drüber machen. Oh mein Gott, ist wieder da. Kann ich hier noch den hier platzieren? Komisch, dass mein Board zur gleichen Zeit wieder da ist, obwohl du deinen 5 Jahre vorher platziert hast. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Was willst du jetzt schon wieder machen? Stecken wir hier fest. Sehen Sie doch, es funktioniert. Ja. Das Ding ist luftdicht, oder? ja? Oh, Scheiße. Los, sehen wir uns das mal an. Aha. Sie gehen vor. Noch fünf, genau. Nein, da hinten war eine Tür. Voll übersehen. Das ist ein dieser Bunker. Ja genau, das ist einer dieser. Dr. Earl Serrano, Status Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Du weißt, was passiert, oder? Verdammt, daneben. Wie ich davon immer sterben kann und du einfach da durchläufst. Ach, jetzt hab ich dich beschützt. Ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es. Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Wieder alles eingesammelt.
Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder in den Fahrstuhl, oder? Nein, die Lastenaufzug hoch. Boah, das war eine Fahrt. Ich weiß, Sie sind da draußen und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verstehe sie nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Mit allem. Nee, lass uns jetzt drum gehen? Keine Ahnung. Und warum stehst du im Weg? Oder geht's nicht weiter? Ich glaube, sonst geht's da weiter. So, was haben wir? Wieder ein Pad. Milch ist es jetzt aber nicht mehr. Ich hab doch ein Teil mit. Öffnet. Das. Achtung, ich glaube, ich werde gerade aufgegessen. Hätte man doch fast voll. Naja, ist aber nicht mehr weg. Bin ich dämlich?